Hallöchen, ihr Liebens. Heute gibt es die ersten Plätzchen für dieses Jahr. Jetzt kann man ja sagen, dass die Weihnachtszeit offiziell begonnen hat. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wer von euch denn schon mit der Weihnachtsbäckerei angefangen hat und was ihr da auch schon so Leckeres gebacken habt. Wir fangen heute mit Spritzgebäck an und dazu zeige ich euch auch gleich zwei Varianten. Einmal, wie ihr das mit einer Gebäckpresse machen könnt und auch einmal ohne die Gebäckpresse für solche runden Kringel. Super einfach, super lecker. Und dann würde ich sagen, gibt's jetzt einmal die Zutaten für euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wir benötigen 250 Gramm Mehl, 50 Gramm Speisestärke, 130 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker, 200 Gramm weiche Butter, ein Esslöffel Backkakao, ein Ei und einen halben Teelöffel Backpulver. Zum Nachlesen und Ausdrucken findet ihr alle Rezepte wie immer auf meinem Blog, Link dazu in der Infobox. Und der Teig ist auch echt schnell gemacht. Als erstes vermengen wir uns das Backpulver in unserem Mehl und dann geht es auch schon mit der Butter weiter, die wir uns in eine Rührschüssel packen und zunächst auch nur mit dem Zucker cremig hell aufschlagen. Das dauert jetzt auch ein paar Minuten, bis die Butter wirklich richtig cremig wird und erst dann fügen wir das Ei hinzu. Das muss dann auch für ungefähr eine Minute lang untergerührt werden, damit es sich gut mit dem Fett verbinden kann und wir nichts mehr von dem Ei in unserer Butter sehen. Dann können wir als nächstes die Speisestärke und das Mehl mit dem Backpulver einrühren, bis ein etwas festerer, klebriger Teig entsteht. Davon füllen wir uns dann die Hälfte in eine kleinere Schüssel um und in den restlichen Teig fügen wir dann das Kakaopulver hinzu und mixen auch nochmal alles ordentlich durch. Dann haben wir am Ende nämlich einen Schoko- und einen Vanilleteig und können richtig schöne Marmorkekse backen. Oder ihr könnt die natürlich auch jeweils einzeln ausbacken, je nachdem, wie es euch besser schmeckt. Wir fangen jetzt auch zuerst mit der Variante aus der Gebäckpresse an. Dafür gibt es ja immer viele verschiedene Einlegescheiben für verschiedene Keksmotive. Und da habe ich mir jetzt auch schon meine Lieblingsmotive ausgesucht und bereitgelegt. Die Gebäckpresse, die ich jetzt verwende, ist von Wilton und die kann ich auch echt super empfehlen, weil die schon mehrere Jahre hält, ohne dass da irgendwas abgebrochen ist oder sonstiges. Ich verlinke sie euch einmal unter dem Video in der Infobox. Und dann füllen wir uns zwei Teigsorten in unsere Gebäckpresse. Das klappt auch eigentlich ganz gut, wenn ihr jede Teigsorte mit einem Löffel gegen die Wand der Gebäckpresse abstreift. Und dann kann der zweite Teig an die gegenüberliegende Wand oder ihr wechselt euch auch mal mit den Seiten ab. Die Gebäckpresse drückt den Teig ja anschließend nach unten und dann kommen beide Sorten auch näher aneinander und wir bekommen eben diesen schönen Marmoreffekt. Und dann geht's mit der Plätzchenproduktion los. Es kann sein, dass die ersten ein bis zwei Kekse noch ein bisschen unförmig werden, da der Teig erst gleichmäßig nach unten befördert werden muss, aber an sich geht das wirklich super einfach. Am besten lasst ihr die Gebäckpresse nach dem Abdrücken auch noch mal ein paar Sekunden lang stehen, damit der Teig besser an dem Backpapier anhaften kann und dann wird die Pistole gerade nach oben hinweggezogen. Haltet nur um die Gebäckpresse herum auch das Backpapier fest, damit das nicht nach oben hin mitgeht. Ich drücke auch immer nur einmal mit der Gebäckpistole ab. Je nach Motivscheibe kann es auch sein, dass ihr zweimal abdrücken müsst, aber das könnt ihr ja dann mit dem ersten Keks super ausprobieren, wie es euch dann am besten gefällt. Und dann werden unsere Plätzchen für ungefähr 10 bis 15 Minuten bei 175 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen ausgebacken. Dann zeige ich euch jetzt, wie wir das Ganze mit einem Spritzbeutel machen können. Da habe ich mir jetzt vorne im Beutel schon eine große Sterntülle eingesetzt. Und dann befüllen wir den Beutel auch eigentlich ganz genauso, wie wir das schon mit der Gebäckpistole gemacht haben. Also eine Teigportion auf jeweils eine Seite und am Ende drücken wir den Teig dann schön gleichmäßig nach unten, damit sich alles verbinden kann und wir keine Luft im Beutel haben. Bei dieser Variante habe ich mich jetzt übrigens für Kringel entschieden, aber letztendlich könnt ihr auch gerne Herzen, Streifen oder solche kleinen Häubchen aufspritzen. Dann könnt ihr auf jeden Fall auch ohne Gebäckpistole für ein bisschen Variation sorgen. Und dann geht's auch mit diesen Plätzchen für ungefähr 10 bis 15 Minuten in den heißen Ofen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann müssen die Kekse nach dem Backen nur vollständig abkühlen, damit sie beim Umsetzen nicht zerbrechen. In einer Keksdose verpackt sind die Plätzchen ungefähr 2 bis 2,5 Wochen lang haltbar. Sie sind auch richtig schön zart schmelzend, echt super lecker. Und falls ihr die Kekse noch gerne ein bisschen ausdekorieren wollt, könnt ihr sie zum Beispiel auch mit Kuvertüre überziehen.
Ich hoffe, dass euch mein Rezept gefallen hat. Wenn ja, lasst doch ein Däumchen nach oben da und vergesst auch nicht, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit wird es einiges mehr an Rezepten für euch geben und dann werdet ihr auch keines davon verpassen. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die Weihnachtszeit und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.